schön. Vielen Dank. Zunächst nochmal gibt es eine ganz lustige Geschichte. Wir müssen uns ja auch immer irgendwelche Ideen präsentieren lassen, damit wir auch irgendwelche Texte schreiben können. Bei der nächsten Nummer war das relativ einfach. Wir haben mal in Langenfeld gespielt, das liegt in Nordrhein-Westfalen, so kurz vor Düsseldorf. Und da war auch so ein Theater, wo normalerweise hauptsächlich so Comedians auftreten, manchmal auch Kabarettisten, die was zu sagen haben. Und ganz, ganz selten dürfen dann auch mal Bands spielen wie wir. Das fällt dann allerdings da dann unter Kultur. Also manchmal sind das so Schlingen oder so mexikanische Trachtengruppen. Und dann irgendwie, wir durften da auch mal spielen. Inka-Flöten, ne? Wir durften da auch mal spielen. Und dann ist in so einem Programmheft, wird mir ja immer angekündigt, da wird dann immer geschrieben, wer, wann, warum, weshalb und so, was die so machen. Und normalerweise steht da immer unser Pressetext drin, aber diesmal weit gefehlt. Da war die junge Dame, die dafür verantwortlich war, war so dermaßen aktiv und hat das alles selber geschrieben, also gar nicht uns abgeschrieben. Und die Mühe, die sie sich gegeben hat, aller Respekt, weil der Artikel fing folgendermaßen an. Die Rolling Stones können einpacken. Das hört sich gut an, ne? Hört sich gut an. Hört sich total gut an. Wir waren sehr geschmeichelt, doch leider ging der Text weiter. Da stand nämlich drin, weil die Gesichtsältesten jetzt definitiv aus Deutschland kämen. Dankeschön, das damit motiviert. Damit war unweigerlich wir gemeint, was dann nicht mehr so schmeichelhaft war. Und wenn wir denken, das wäre schon alles gewesen, es kam noch härter, dann wurden wir beide verglichen mit chinesischen Faltenhunden. Ja, ihr lacht, ich kannte die überhaupt nicht. Ich dachte, ja schön, ne? Dann habe ich mal gegoogelt, ich habe mich erschrocken. Ich kann ja sowas von Faltengebirgen. Siehst du gar keine Augen mehr. Der Mensch ist furchtbar, ne? Wie der sowas züchten kann. Ne? Und dann noch meist damit zu vergleichen. Meinst du sowas wie uns? Ja. Ja, jedenfalls haben wir gedacht, das ist eine super Idee, um Text zu schreiben. Haben wir auch daraufhin gemacht. Den Text haben wir genannt Wrinkles and Scars. Zwei können Englisch, den anderen kann ich jetzt mal gerade übersetzen. Das heißt so viel wie Falten und Narben. Das war jetzt eigentlich schon ziemlich einfach, daraus einen Text zu machen. Ne? Hat auch Spaß gemacht, ja. Hat auch Spaß gemacht. Nur dafür eine Musik zu finden, war dann relativ schwierig, weil wenn wir uns dann selber auf die Schippe nehmen wollen, wenn man das als Blues spielt, das ist so traurig. Doch, wir haben so losgeholt, das ging gar nicht. Das ging gar nicht. Auch irgendeine Musikform zu finden, die dem adäquat war, war auch nicht einfach. Wir haben dann eine gefunden, nach vielen, vielen Versuchen. Und das geht folgendermaßen. Shade of red like flowers.
some play some tune with a little beating of guitar. Oh,